Hallo Freunde! Ja, ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit, ein Live-Video zu machen. Ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Eigentlich wäre jetzt meine Zeit, zu der ich laufen gehe. Gerade hat es aber so ein ganz klein bisschen genieselt und deswegen habe ich mir gesagt, dann mache ich lieber das Video. Hat eine gute Ausrede, warum ich nicht raus muss zum Laufen. Also wenn ich aus dem Fenster schaue und ganz ehrlich bin, hat es nicht mal richtig genieselt. Es ist nur einfach so, dass ich keine Lust habe. Aber so ein paar Tropfen kamen wirklich. Also es ist nicht die pure Faulheit. Ja, weswegen ich heute das Video mache. Es gab in letzter Zeit oft Fragen danach, wann es mal wieder eine neue Autogrammkarte gibt. Da kann ich sagen, das sieht gut aus. Es wird in Kürze ein neues Autogrammkartenmotiv kommen. Die Umschläge hier mit der Bitte um ganz, ganz neue Karten, die werden gesammelt und dann auch sofort gefüllt. Moment, jetzt ist hier was aufgeblinkt. Bevor es aber die neue Karte gibt, habe ich meinen ganzen Stapel alte Autogrammkarten gefunden. Ich habe so einen kleinen Frühjahrsputz bei mir gemacht und dann hier diese Freude oder grauen Dinger entdeckt und habe mir gesagt, komm, das ist doch eine schöne Sache, heute mit euch einfach einmal meine ganzen Autogrammkarten, seit ich im Beruf bin, durchzugehen. Ich habe es auf Instagram eben auch schon gepostet, hier aber schön als Live-Video. Und es sind inzwischen nämlich tatsächlich schon 7 Karten zusammengekommen im Laufe der Jahre. Die neue wird dann die 8. sein. Und wir machen jetzt einfach das Spiel. Wir gucken uns die 7 an und ihr dürft entscheiden, welche die schönste ist, aber was viel besser ist, welche die schlechteste ist. Ich habe dann meinen Favoriten, wer eben schon auf Instagram war, weiß das schon. Wer es noch nicht gesehen hat, nicht da gucken, dann könnt ihr hier mitmachen. Ich grüße jetzt mal, ja, Laura Schwarz, ich grüße dich hiermit. Ganz lieb, ich sehe fleißig schon eure Kommentare. Aber jetzt geht's los. Erstmal mit den Karten. Hey David! Na, ich kann jetzt nicht jeden grüßen, aber die erste Karte aus dem Jahr 2000, als ich bei Verbotene Liebe angefangen habe. Wer kennt sie noch? Tata! Ja, dieses wunderschöne Pink. Und ich sehe unglaublich unschuldig und brav aus. Das Foto mochte ich damals aber tatsächlich ganz gerne. Und das war ja auch auf meiner ersten Single damals das Coverfoto. Das wurde dafür dann aufgekauft, weil auch die Musikproduzenten das so mochten. So, Nicole Baumann schreibt gerade, Laufen wird überbewertet. Sehe ich normalerweise nicht so, aber heute gebe ich dir völlig recht, weil ich einfach keine Lust habe. Also, das war das Jahr 2000. Es ging dann weiter. 2001 hat mir meine damalige Agentur eine Autogrammkarte gespendet. Und jetzt schaut mal, das war so kurz bevor ich zum Medikopter gegangen bin. Tada! Schon so richtig actionheldenmäßig vom ganzen Styling hier in dem Anzug, so ein bisschen Uniform. Das war 2001, 2002. Also ich weiß, das Foto wurde kurz gemacht, bevor ich die Zusage für Medikopter bekommen habe. Und da haben wir dann schon gedacht, witzig, weil das vom Look so ein bisschen in die Richtung ging, als hätten wir es gespürt. Mochte ich gerne die Karte. So, es geht weiter. Ah, eben schon angesprochen, ich war dann ja bei Medikopter. Da ist ein Bild entstanden, das ich bis heute nicht ganz so gelungen finde. Der Fotograf mochte es aber sehr und deswegen wurde das dann auch irgendwie so von mir freigegeben damals. Heute weiß ich nicht, ob ich nochmal sagen würde, ja, nehmt das. Das war dieses Motiv. Das lasse ich jetzt kurz einfach mal wirken und gucke, ob da irgendein Kommentar kommt. Gefällt euch das? Hallo, Raoul. Okay, das ist ein bisschen verzögert gerade. Also, das hier war meine RTL-Karte. Es geht weiter. Und jetzt befinden wir uns gerade so ein bisschen abwärts, was die Schönheit der Karten angeht. Eben die hat mir schon nicht ganz so gut gefallen. Hier kommt meine 2007er-Karte von der verbotenen Liebe, als ich zurückgekommen bin als Olli. Und da, ich lasse die einfach für sich sprechen erstmal. Also bei der Karte muss ich sagen, und das ist kein Witz, war es damals so, dass es bei mehreren Autogrammstunden, wenn ich die unterschrieben habe, Leute gab, die gesagt haben, das sind sie doch gar nicht, können wir bitte ihre Karte haben? Und ich musste dann sagen, doch, das ist meine Karte, die ich zurzeit habe. Dafür schämt sich die Fotografin auch bis heute, hoffe ich. Die hat sonst auch die ganzen schönen Karten gemacht von mir, deswegen da darf ich sagen, die war wirklich, 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 wirklich nicht gelungen. Oder wie seht ihr das? Moment, ihr solltet ja nachher noch abstimmen, ich beeinflusse euch total. Egal, die ist wirklich, wirklich nicht gelungen. Gut! Es geht besser weiter. Die Fotografin, die eben das verbrochen hat, hat dann im Jahr, ich glaube 2009, diese Karte von mir gemacht. Habe ich am Feedback von euch gesehen, das war lange Zeit eine eurer Lieblingskarten. Oder bis heute, da gibt es immer wieder die Fragen, ob ich davon noch welche habe. Insofern, schönes Bild, sehe ich auch so.
Aber da waren die Haare noch ganz lang, seht ihr? Das war kurz bevor man mich meiner Haare beraubt hat bei verbotene Liebe. Gut. Wie das dann aussah, das sehen wir hier. Das müsste so 2014 gewesen sein. Ende 2013. Ja, ich glaube so 2013, 2014. Meine letzte verbotene Liebe Autogrammkarte. Mit kurzen Haaren und mit Lachen. Das ist, glaube ich, meine einzige Autogrammkarte, auf der ich offen lache. Was man auf Autogrammkarten ja gar nicht so häufig tut, da war es damals gewünscht. Deswegen ist das meine einzige Karte mit offenem Lachen. Dadurch, dass es meine letzte VL-Karte war, mag ich die natürlich auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Gut, und dann kommen wir schon zu meiner letzten aktuellen Karte. Dieser von so 2014, 2015. Die hat der Christian Holthausen geshootet. Das war damals im Rahmen meines Kalendershootings. Und ja, die mag ich bis jetzt noch gerne. Deswegen habe ich auch nicht so die Not gesehen, eine neue Karte zu machen. Aber wie gesagt, wegen eurer ganzen Wünsche gibt es jetzt bald die neueste Karte. Gut, dann kommen wir hier mal zur Abstimmung. Was ist denn so eure Lieblingskarte und von welcher sagt ihr, die kann so richtig weg? Dadurch, dass das hier alles so verzögert ist, werden wir das wahrscheinlich gar nicht richtig rausbekommen. Deswegen mache ich es einfach für euch. Also, die schönste Karte sind alle, außer den beiden. Und im Battle um die hässlichste Karte ist die einfach ganz weit vorne, meiner Meinung nach. Also das ist mein persönlicher Sieger, wenn es um die Schundkarte geht. Ich nenne den Namen der Fotografin jetzt sicherheitshalber nicht, aber die werde ich niemals wirklich mögen. Gut, das war so eine kleine Reise durch die Zeit. Ich halte euch jetzt nicht länger auf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr noch was zu den Karten sagen wollt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Das Video bleibt ja weiter stehen. Ja, es wird in Kürze vermutlich das nächste Video geben. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr dann besprechen wollt oder wozu ihr gerne mal reden wolltet. Nicole Naumann schreibt, sieht ein bisschen aus wie Justus. Nicole, welche der Karten denn jetzt? Das ist so blöd, dass das verzögert ist. Okay, noch ein paar Kommentare. Stefan schreibt, genau. Gute Wahl. Also ich denke, das bezieht sich, stimme dir zu. Ja, okay, ihr stimmt mir jetzt vermutlich zu, dass das die hässlichste Karte war. Perfekt. Tine Schneider wünscht mir einen tollen Tag. Den wünsche ich dir auch. Den wünsche ich aber nicht nur der Tine, den wünsche ich euch allen. Chris Kevin würde mich gerne mal kennenlernen, live. Ja, guck mal, Chris Kevin, das ist ja quasi live, dass wir uns hier gerade kennenlernen. Insofern ist der Wunsch dann auch schon erfüllt. Guck mal, Haken drunter. That moment when you wish you knew German. Oh yeah, Vanessa. It might be hard to understand this without knowing German, but maybe someone translates the most important stuff for you. Okay, gut. Die mit dem rosa Hintergrund habe ich sogar von früher, Jenny. Ja, die haben vermutlich die meisten, weil es ja auch meine älteste Karte ist. Davon habe ich auch gar keine mehr über. Es gibt von ein, zwei Karten habe ich noch so einen ganz kleinen Stapel. Also wenn ihr mal nach alten Karten schreibt, könnt ihr die kriegen. Von der rosanen habe ich keine mehr. Shirley Osmond. Oh, big kiss, Shirley. Gut. Das war es jetzt aber wirklich. Ich habe mich total gefreut, dass ihr hier so viel schreibt und die ganze Zeit fliegen die Herzchen. Das war toll. Euch einen schönen Tag. Und wie gesagt, schickt mir mal Ideen fürs nächste Video. Worüber würdet ihr gerne sprechen? Was würdet ihr gerne behandeln? Und ich entlasse euch jetzt hier mit dem Blick nochmal auf dieses schöne Bild aus Ollis altem Zimmer. Das hängt bei mir im Arbeitszimmer. Und ich finde es immer noch schön, diese ganzen alten Erinnerungen an VL dadurch so ein bisschen bei mir im Arbeitszimmer zu haben. Entschuldigung, jetzt musste ich husten. Ich war nämlich, und das, ach, das ist die perfekte Erklärung dafür, warum ich nicht laufen gehe. Ich war ein bisschen erkältet. Und deswegen habe ich auf mich aufgepasst. Und jetzt einen schönen Restmontag. Habt eine tolle Woche. Dicken Kuss. Und finish.